Einen schönen Tag, willkommen zurück zu einer neuen Folge von ARK. Und wir befinden uns hier in unserem kleinen Dorf. Und wir hatten in der letzten Folge eine Unterwasserbasis aufgebaut. Die ist da galt zu finden. Wir haben eine Wegweise oben hingestellt und wir haben eine Basis unten hingebaut. Und ja, die Aufgabe war, dass diese Basis gefunden wird und dann auch man da reinkommt. So war der Plan. Das Problem ist, dass sie schon gefunden wurde. Ohne dass ich das aufnehmen konnte. Das heißt, die Basis ist schon entdeckt worden. Die Wegweiser, die wir gesetzt haben, oder die Hinweisschilder waren überflüssig. Oder Megalodon ist schon tot. Das ist schade. Wie es dazu kam, hören wir uns doch am besten mal an. Hallo, ich bin's. Ja, super. Was ist denn passiert mit dieser Basis? Wie hast du die denn schon entdeckt? Naja, also ich kenne schon, und zwar ein paar Flüsse auf Valguero. Und nur das eine Schild hat mir schon gesagt, wo es ist. Und zwar, sei kein Zwerg, geh auf den Berg, so hieß das irgendwie. Und dann wusste ich schon sofort, welcher Berg in der Nähe ist. Und dann bin ich da mal hochgeflogen und dann war es da wohl. Ja, aber es gibt einen Berg, zwei, drei, vier, fünf, es gibt eigentlich überall Berge. Ja, anscheinend habe ich wohl den richtigen gefunden. Ja, schade. Okay, das heißt, du hast die Basis schon entdeckt und dann? Ja, dann bin ich da erstmal geschwommen. Dann kam erstmal der Megalodon auf mich zu. Dann habe ich mich natürlich versucht zu wehren. Und das hätte wahrscheinlich auch jeder gemacht. Okay. Ah, okay, das heißt, die Basis war eigentlich, das war keine Herausforderung, was wir da gebaut haben. Ja, hier ist auch, glaube ich, das erste Schild, ne? Nee, genau, ich brauchte nur dieses Schild, mehr brauchte ich nicht. Und da ist ein Pfeil und der hat da drüben hingezeigt. Der hat auf diesen Berg gezeigt. Ich auf diesen Berg? Ja, und dann bin ich drüber geflogen, weil ich weiß, dass es dort einen See gibt. Aha, okay, das war natürlich sehr schade. Dann würde ich auch sagen, hast du denn schon irgendwas in dieser Station gemacht? Gemacht noch nichts, ich habe es mir nur erstmal angeguckt und ja. Ja, dann, ach so, okay, dann würde ich sagen, dann gehen wir doch gleich mal zu dem See. Und vorher gucken wir mal hier, weil wir sind hier in unserem Dorf. Also wie wir sehen, da ist nicht viel passiert, außer alles vollgestopft mit Tieren. Und, manches ist wirklich übertrieben, aber manches brauchst du halt auch für deinen Schönbau. Zum Beispiel die Schafe. Du willst doch unbedingt mal diesen Bauernhof langsam mal fertigstellen. Ja, der Bauernhof hier, der braucht... Was ist denn mit dieser Kuh passiert? Die habe ich nicht angemalt, die war schon so. Ich habe nämlich ein paar neue Kühe gezählt. Okay, also der Bauernhof ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Der sieht immer noch aus wie ausgebrannt und das Haus ist auch nicht eingerichtet. Und genau, wir wollten hier noch eine Weide bauen. Und an dem Hafen ist nicht viel passiert, außer dass hier eine Seehundbank entstanden ist mit Monsterrobben. Und du hast, glaube ich, auch mal angefangen, Hafen zu bauen, richtig? Ja, und ich habe auch für mich in diesem Dorf mein eigenes Haus entdeckt. Und in dem habe ich auch direkt angefangen zu bauen. Und hier fehlen uns irgendwelche Fundamente. Fundamente? Warum sind die weg, diese Fundamente? Haben wir noch Fundamente? Ich glaube ja. Ich glaube vielleicht noch nicht, aber ich meine schon. Die Buschen sind bestimmt nicht. Gut, ich würde schnell die Fundamente korrigieren, hier in unserem Gerümpeleck, das einfach fürchterlich aussieht. Ja. Und wo haben wir denn die Fundamente? Decorative Floor. Ich glaube, wir brauchen vier Stück, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann ersetzen wir die schnell und dann können wir doch mal gucken. Also ich würde sagen, wir gucken mal, hier hast du ein Haus, glaube ich, noch dazu gebaut. Ja, ich habe ein Haus dazu gebaut, weil ich habe im Kino einen Film gesehen, vielleicht kennt ihn der eine oder andere, der heißt Der kleine Häuptling Winnetou. Der ist eigentlich ganz toll, deswegen gibt es halt diesen einen Cowboy, diesen Todd. Und ich habe halt so ein bisschen jetzt so ein kleines Cowboy-Haus versucht zu erstellen. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ah, okay. Der Cowboy-Haus ist natürlich cool. Und wenn wir mal in diese Sicht gehen, sehen wir auch aus wie ein Cowboy. Deswegen habe ich alles gemacht. Okay, ja cool. Dann würde ich sagen, ich mache mal eben schnell hier den Boden wieder ganz. Richtig. Was haben wir denn hier? Pfad? Pfad? Und warum ist da hier grün? Achso, ich glaube hier sollte... Das Beet hin. Genau, hier sollten so Blumen hin. Dekorative Blumen sollten hin. Das ist noch nicht fertiggestellt worden. Genau. Pfad. So, jetzt ist es einfach wieder gut. Hier müsste noch irgendwas hin. Das hängt ja so ein bisschen groß und in der Gegend rum. Ich glaube, da baue ich später noch ein paar Hecken, aber das kann man noch zu gegebener Zeit machen. Und dann gucken wir mal, was du da gebaut hast an Cowboy-Hütte und können ja mal einen Blick auf den Hafen werfen. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal runter zur Wasserbasis und schauen uns den aktuellen Stand da unten mal an, okay? Ja, warum nicht? Alles klar. Dann machen wir einmal so.
Und dann würde ich doch mal sagen, dass ich euch mal die Cowboy-Hütte zeige und vielleicht noch die ein oder andere, wo ich mich hier aufgebaut habe. Ja, ich habe mir nämlich auch so ein kleines Fleckchen auf Valguero gesucht, wo so meine Standard-Base ist. Okay. Ja. Also hier haben wir schon mal das wunderschöne Cowboy-Haus. Ah. Ja. Also guck mal hier, so habe alles dabei, was es so gibt von den Mods her. Hier haben wir wundervolle Pferde, 3 Stück. Sieht aber aus wie Zebra. Ach. Da haben wir einmal Gewinn, Ellie und Green Fluffy Unicorn. Aha. Nicht pink, sondern green. Okay. Genau, ist ja auch green. So, das war der Pferdestall mit Essen hier, sonst ja nicht verhungern. Dann gehen wir online einmal raus. Was spricht er? Are we a cowboy? Ach, vielleicht gehst du in die Rückenansicht, dann wird es den Leuten nicht so schwindelig, wenn man sich immer dreht. Ja, okay. Ah. Was ist ein Monsterbett? Hier haben wir einmal das krasse Bett des Cowboy-Bosses. Aha, Cowboy-Boss auch noch. Okay. Er ist sehr belesen, hat viele Bücher, das ist gut. Mhm. Bildung, Bildung schadet nie. Hier waren die ganzen Bücher, musst du alle lesen. Boah, wird schwindelig, okay. Mhm. Hier natürlich ein Grill, machen wir einmal Ah, Grill neben Bett, Kohlenmonoxidvergiftung ist nicht so das Problem. Ah, super, ja, okay. So, und dann haben wir hier das hier einmal, kannst du einmal so machen. Zum Beispiel hier, subtrahiert und übrigens, dieses Ding stimmt nicht. Schaut mal her. Das stimmt. Hat doch genau die Mitte getroffen. Ja, aber das kann niemals 0 abgeben. Ach so. Ja, weil die Figur kein Damage nimmt wahrscheinlich, oder? Doch. Mal so. Ach so, ja. 79. Ja, okay, das macht keinen Sinn. Und wenn wir jetzt mal zum Beispiel, das ist auch eine bestimmte Mod, hier. Ja. Das hier. Aber dann zerschlägst du die Puppe komplett. Ach nein, ganz bestimmt nicht. So. Das können wir erzählen und guck mal, was sich hier verändert hat. Ja. So. Ich hoffe, ich treffe jetzt die Puppe und nichts anderes. Und das Haus wird zerstört. Bam. Okay. 3 Millionen Schaden? 3,6 Millionen Schaden? 3.639.000. Aha. So, aber das kann gar nicht stimmen, weil eigentlich soll dieser Handschuh 1 Milliarde abgeben. 1 Milliarde ist schon ein bisschen übertrieben. Ja, aber coole Hütte auf jeden Fall. Ja, und ja. Das hier, das ist, aber guck mal, ihr habt Klo direkt ein Klo direkt neben dem Eingang, das ja, ist super. So. Und das hier ist auch ziemlich geil. Oh. Ah, mit Dampfbad. Ja. Cool. Diese Platte macht da aber keinen Sinn. Doch, wieso? Das ist so eine, da kann man doch, da gibt's für die Badewanne in echt auch so ein Ding, da kann man dann so seine Sachen draufstellen. Aha. Ein Glas und was zu essen und so. Ah, das macht eigentlich keinen Sinn. Doch. So. Ja. Ja, super. Also das ist die Cowboy-Hütte. Ja. Zweigeschossig auch noch. Ja, das ist toll. Mhm. Also unser Dorf ist jetzt eigentlich schon ziemlich voll, aber es ist noch nicht fertig ausgestattet. Das sind ja noch ein paar Sachen, die ich hier bauen wollte. Ein bisschen was fehlt ja noch in unserem schönen Baudorf. Wohin gehen wir jetzt? In den Thronsaal. Ah. Der ist gerade mein Vertreter auf dem Thron. Aha. Ja. Der Affenkönig. Einmal mit. Und hier haben wir so die ganzen Tiere. Stimmt, die habe ich jetzt schon gar nicht lange mehr. Rabe Socke. Mhm. Ja, so das ist ja cool. Okay. Richtige fette Drachenteile auf den Zinnen. Jetzt noch den. Uiuiui. Obsidian-Weibern, ja. Übrigens, den habe ich mit Forsthelm gemacht, weil man kann die normal zähmen. Mhm. Ich habe ihn betäubt. Mhm. Nicht gemacht. Ich habe ihm das gegeben, was er am liebsten mochte. Aber er hat nie was gegessen. Und Windkraftanlagen, das ist sehr gut. Alternative Energiegewinnung. Ja, klasse. Ganz auf der Höhe der Zeit. Gut. Unteres Stockwerk der Burg? Ja, wir gehen jetzt einmal runter. In den ersten Stock. Hier habe ich so meine kleine Base in der Base. Wir fangen uns in irgendwelchen Leitungen. Ach, hey, was ist das denn? Ja, das hier ist nicht jetzt wirklich schön Bau. Das weiß ich. Das sind Spinnennetz. Ja, aber hier mit vielen... Ui, dicker Tresor. ...vielen Sachen, die man braucht. Mhm. Du meine Güte, was da alles reinpasst. Ja, da passt unendlich viel rein. Unendlich viel? Ja. Ah. Hier im Trophäen. Schöner Alpha war das. Aha.
Und Betten im Maschinenraum. Okay. Na klar. Hier einmal fetter Bär. Hier sind die Mistviecher drin. Mhm. Hier sind jetzt so die Flugtiere. Habe ich alles mal so gemacht. Hier, die sind ganz geil hier. Das sind so kleine Mini-Drachen. Vielleicht machst du mal dein Fernrohr aus, weil dann ist das Fenster nicht da. Man kann mehr sehen. Ah, schon besser. Okay. Cool. Ja. So, das ist also in der Burg. Alles klar. Ja. Hier gibt es halt verschiedene Stockwerke. Aha. Wo man aber alles voll gemacht. Alles vollgestopft mit Kreaturen und so weiter. Okay. Ja. Selbst ein Seehund ist hier oben. Okay. Super. Das sind die zwei mächtigen Wachposten. Oh, die sind ja richtig krass. Aber, ach du meine Güte. Aber ich möchte es nicht weiterhin aufhalten und hier die Burg und so weiter zeigen, weil ist ja schon ganz cool, aber wir machen jetzt das, um das es sich eigentlich in dieser Folge geht. Ja, dann teleportieren wir uns doch nochmal ins Dorf. Okay, wir sind zurück im Dorf. Ja. Das heißt, du bist dem Wegweiser gefolgt. Und wie hast du dann rausgekriegt, in welchem See jetzt das versteckt war? Warte. Bevor wir. Wo hast du die Taucherausrüstung her? Gebaut. Aha. Okay, gebaut. Ja, warum denn nicht? Kann man doch mal machen. So, ich bin voll. Warte mal, ich muss ein paar Sachen hier mal kurz weglegen. Das hier brauchen wir jetzt nicht. Das hier. Das heißt, die Wegweiser sind eigentlich jetzt egal, oder? Weil, die Wegweiser sind völlig egal. Ich weiß schon, wo es ist. Und es war auch nicht. Das war überhaupt nicht. Ja, aber wie hast du denn rausgefunden, wo das ist? Weil du mit einem Flugvieh drüber geflogen bist, oder was? Nein, hier stand halt einfach dieses Schild: geh auf den Berg. Ja, dann geh doch mal. Ich habe halt an die Berge gedacht, wo ein See drauf ist. Dann geh mal zu dem Berg, zu dem du hingeflogen bist, um den See zu entdecken. Das würde mich mal interessieren. Amadus, komm mit. Also, du bist auf diesen Berg, obwohl das Schild in eine andere Richtung gezeigt hat. Ja, aber wie du siehst, ist hier die Unterwasserbasis. Ah, man sieht sie von oben natürlich. Verräterisch. Verdammt, okay, das macht's viel zu einfach. Gut, das war so nicht geplant. Dann packe ich mal das Vieh. Ja, ein Megalodon war ja auch da drin, ne? Ja, aber was hättet ihr gemacht, wenn der Megalodon auf euch zugeschwommen wäre? Was hättet ihr gemacht? Das heißt, den Megalodon hast du schon ausgeschaltet? Ja. Na toll. Wir können ihn noch mal herholen. Jetzt kannst du ja wieder einen Teleporter da unten hinbauen. Den hatte ich ja abgerissen. Warst du schon in der Base drin? Ja, da war ich schon drin. Ja, dann hast du. Aber das Blöde ist, ich konnte die Base nicht abschließen mit dem geheimen Pin, weil das für den eigenen Stamm ist das nicht verschließbar. Weil ich wollte das alles abschließen, damit du die Pins erst rausfinden musst. Ich habe ja auch Kisten versteckt oder eine Kiste. Ich hoffe, die stirbt hier jetzt nicht drin. Nein. Da hält es bisher noch gut aus. So, also hier, das ist also deine kleine Unterwasserbasis. Ich war schon überall dran. Ne? Ja, du hast ja gehört, du kannst die eine Hälfte kannst du ja auch ausgestalten. Da sind ja auch noch Dings drin. Genau, ja. Gästezimmer und Lagerräume und so ein Zeug. Und in dem Lagerraum da hinten... Ich weiß, da gibt es eine... Das war... Da ist eine Taucherausrüstung drin. Ja, aber ich brauchte halt eine Taucherrüstung, um hier erstmal runterzukommen. Ja, das war ja der Trick. Du solltest ohne da runterkommen, versuchen mit letzter Luft in die Base zu kommen, um dann die Taucherausrüstung zu schnappen. Als Belohnung. Das war der Trick eigentlich, oder? Das war der Plan. Das hättest du immer früher sagen können. Okay, ich merke schon, die nächste Challenge muss deutlich schwieriger werden. Ich habe da auch schon eine Idee. Und dann ist es nicht mit drüberfliegen und entdecken. Dann ist es schon deutlich schwieriger. Wahrscheinlich versteckst du es in irgendeiner Höhle oder in einem Felsen. Wir könnten noch ein paar, tatsächlich dann irgendwie ein paar Wesen ins Wasser schmeißen, irgendwie so bei Gelegenheit. Ja, das können wir doch jetzt machen. Ach so. Wir gehen jetzt mal, also Fremde oder Freundliche? Fremde, um die Spannung zu erhöhen. Okay. Dass man quasi in einer wilden Unterwasserbasis dann erlebt. Okay, soll ich was ganz Krasses rein spawnen? Ja. Okay, aber dafür müssen wir rausgehen, weil das könnte jetzt echt unfassbar tödlich sein. Unfassbar tödlich? Ja, ich spawne jetzt ein Alpha rein, ein Alpha-Lüzichte-Dings. Lüzichte-Dings. Kann aber sein, dass gleich alles kaputt ist. Okay. Oh, was ist das denn? Das ist der Alpha. Ja, der ist ja viel zu groß für den See. Ja, du wolltest doch was Krasses haben. Oh, verdammt, er passt ja gar nicht rein.
Was kann ich hier jetzt machen? Fleisch abgekratzt. Was heißt denn Fleisch abgekratzt? Man kann von dem Fleisch abkratzen. Ja, ich habe es von dem Fisch geklaut. Sehr cool. Aber der macht nichts. Okay, weil der feststeckt wahrscheinlich. Warte mal, wir machen das einmal nochmal neu. Warte mal, wir machen einmal... So. Wir machen ihn jetzt einmal kurz tot. Bye, bye. So. Wie er wegfliegt. Hui. Okay. So. Wir machen... Okay, der ist zu groß. Haben wir nicht was Kleineres? Nein, ich bohre ihn nochmal rein, aber jetzt unter Wasser. Okay, Achtung. Ein Mosasaurus ist da. Warum? Was ist das denn? Schildkröte? Nee. Kollege, du darfst angreifen. Ja, dann greift er nicht an. Egal, er macht nichts. So, okay. Warum machen die alle nichts? Weiß nicht, aber ist auch super. Okay, das heißt, die Leute können jetzt in unsere Wasserbasis gehen und können hier die krassen Tiere sich anschauen. Da kostet natürlich eine Übernachtung, weiß nicht, was kostet die Übernachtung? $500? Ernsthaft? Ja, ich habe ja auch noch 3 Piranhas reingeschmissen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt nicht die Riesenfische erledigt, sondern meine kleinen Piranhas. Hat es ja doch funktioniert. Das gibt Rache. Klasse. Man hat sich nur auf den Megalodon konzentriert, was? Aber die kleinen, krassen, fiesen Piranhas, die hat man außer Acht gelassen. Das ist sehr gut. Da geht was. Ja, da kriegt... Guck mal, diese ganzen scheiß Hüte, schmeiß die doch mal alle da raus. Das ist ja eklig. Warum kommen die eigentlich immer wieder? Kann man das nicht verhindern? Ach, keine Ahnung. Aber manchmal möchte man die Skins auch haben. Ach, die sind doch albern. So. Aber dann verliere ich meinen Hut und das will ich nicht. Ach so, Cowboy-Hut, ja. So, dann... Das gibt jetzt noch. Du bist noch langsam, weil du mit Flossen unterwegs bist, oder? Mit der Tauchermaske. Oh nein. Warte mal, ich mach einmal kurz so, so und so. In welcher Hütte bist du eigentlich gerade gespawnt? Ich bin in der Jagdhütte. Ach, in der Jagdhütte, ah, cool. Die Jagdhütte hatten wir auch mal in einer Folge. Da ging es halt darum, dass ich ja so eine kleine Jagdhütte gebaut hatte und hatte dann euch oben am Berg... Soll ich es mal machen wie du? Was denn? Die Goblin-Mine gezeigt. Oh nein, ich komme hier nicht raus. Och, wie komme ich denn hier jetzt hin? Nein, du machst keine Schnellreise. Nix Schnellreise. Das hat M nämlich mal gemacht und dann haben wir alles verloren, was wir... Ja, aber weil ich in so einer Höhle war, von der ich nicht wusste, wo ich hin muss. Was ist denn hier? Hier ist doch gar nichts. Das ist alles super. Ja, aber ich habe hier ein böses Geräusch gehört. Ach. So, wir sind also wieder im Dorf, okay. So, wir sind wieder im Dorf, jetzt gehen wir da nochmal hin und sagen es dem Piranhas heim. Rudi! Rudi hat es aber echt lange überlebt. Und Arschbombe! So, ich bin jetzt bereit. Für alles, was kommt. Das sind meine krassen Killer-Piranhas. Was, der lebt immer noch? Ja, weil die richtig krass sind. Ui, ui, ui. Du hast kaum noch Energie. Ich sehe das noch nicht mal. So, gib mir erstmal meine Speerbolzen zurück. Also die waren gut, super. Das war schon mal ganz gut. Ja gut, super. Damit hat sich ja das Thema mit der Wasserbasis schon erledigt. Das heißt, ich muss mir fürs nächste Mal... Ist, was ein bisschen schade ist, dass die Viecher hier gar nichts machen. Ja, wahrscheinlich, weil sie Level 1 sind und du bist Level 110 oder sowas. 105. Genau, und dann haben die Angst, deswegen machen sie nichts. Wenn sie wahrscheinlich Level 300 wären, dann wird hier Party sein. Aber ist ja gut so. Das heißt, die nächste Basisversteck muss woanders sein. Ich habe da schon eine Idee. Ich habe ja eh schon 2-3 Ideen für die nächsten Basen. Und das wird dann nicht mehr so Pipi-Kindergarten-Kram hier. Das wird dann mehr Spannung sein. Das war natürlich blöd, dass ich nicht bedacht habe, dass man von oben diese Basis halt auch so wunderbar schon sieht beim Überflug. Das war natürlich... Hättest du ein paar Wasserpflanzen draufpacken können? Ja, stimmt. Ich hätte... Diese Korallen, die man bauen kann. Genau, ich hätte von Aberration oder was das ist, hätte ich, oder Extinction, hätte ich, glaube ich, so Korallen und so Zeug bauen können, ne? Ja. Und dann, warum schießt denn jetzt in die Hütte rein? Und dann hätten wir nämlich das verstecken können. Das wäre cool gewesen, ja. Na gut, aber jetzt ist es, wie es ist. Jetzt haben wir es gefunden. Das war ja jetzt auch der Einstieg in die Versteckserie. Ja. Und die nächsten werden dann besser werden. Nun gut, das würde ich sagen, sollte es gewesen sein für diese Folge. In der nächsten Folge werde ich mir was einfallen lassen, wo ich die nächste
geheime Basis verstecken werde. Und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Dann ist nämlich nichts mehr mit, hier habe ich entdeckt und so. Und dann übrigens wird auch in die Basis marschiert, ohne hier super Handschuhe und so ein Zeug, weil dann ist es zu einfach. Weil die Basis wird natürlich bewacht sein. Und dann gibt es nichts mit Handschuhe und Megaschwert und Pistole. Da musst du sehen, wie der reinkommt. Die ganzen Sachen hier drin. Ja, das muss schon schwierig sein. Du musst dann schon gucken, wie du reinkommst. Du kannst doch einfach sagen, dass ich den nicht benutzen soll. Ja, ja. Ich sage, bitte nicht benutzen. Dann, oh, aus Versehen habe ich den Handschuh jetzt benutzt. Aus Versehen habe ich jetzt das Gewehr benutzt. Ja, gut. Okay, ah, da ist noch ein Piranha. Ich wusste doch, ich habe drei der vier habe ich ausgesetzt. Guck mal, deine Energie ist gleich komplett vorbei. Dann ist Game Over. So, bevor wir ein weiteres Ableben hier erleben, würde ich sagen, für diese Folge war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bei der nächsten Folge geht's weiter. Yay. Und dann bin ich gespannt, was mir einfallen wird. Bis dahin, macht's gut. Und tschüss. Ciao, ciao.